16 spezifische Weinbaugebiete gibt es in Österreich und jedes einzelne davon hat seine ganz besonderen Vorzüge. Das Kremstal zum Beispiel erstreckt sich nördlich und südlich der Donau, deren Klima somit alle Lagen positiv beeinflusst. Dazu kommen drei unterschiedliche Zonen, die jede für sich optimale Bedingungen für die dort ausgepflanzten Reben bieten. Im Westen grenzt das Gebiet an die Wachau und deren Urgesteinsböden. Hier gedeihen beste Rieslingweine mit einer besonders mineralischen Note. Im Osten gibt der Löss den Ton an. Bis zu 25 Meter hohe Lössterrassen wurden hier nach der letzten Eiszeit aufgeschichtet. Ein hervorragender Boden für gehaltvolle grüne Veltliner. Im Süden dominiert der Göttweiger Berg den Weinbau. Lehm-, Löss- und Schieferböden sorgen hier für eine umfangreiche Palette an Weinen. Wir haben im Kremstal eine unheimliche Sortenvielfalt, speziell bei den Weißweinsorten. Aber bekannt ist das Kremstal in erster Linie für grünen Veltliner und erstklassigen Riesling. Daher baut man beide Sorten als DAC-Weine aus, in der Klassik-Variante und natürlich auch als Reserve. Der wohl wichtigste Produzent ist die Vereinigung Winzer Krems. Die Winzer Krems in der Sandgrube 13 besteht aus vielen kleinen Winzern, die im Schnitt 1 Hektar Rebfläche bewirtschaften. Und das sind unsere Profis im Weingarten. Und im Herbst, die reife, gesunde Traube kommt dann zu uns in die Kelterstation. Dann gibt es die Kellermeister hier im Haus, die den Wein sehr sorgfältig ausbauen. Und die wichtigsten zwei Rebsorten im Kremstal, auch als DAC-Weine, sind natürlich der grüne Veltliner und der Riesling. Aber wir haben auch gelber Muscatella als Spezialität und als blaue Rebsorte den blauen Zweigelt und den St. Laurent. Einblick in die Kunst des Weinbaus bekommt man bei Winzer Krems an 8 Stationen des Weinerlebnisrundgangs. Eine davon ist die Hirterhütte. Diese Station ist dem Geschmack gewidmet und der Natur im Weingarten. Ein wichtiger Aspekt, der die Weinkulturlandschaft des gesamten Kremstales prägt und die Gäste diesseits und jenseits der Donau beeindruckt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt hier am besten der Blick beim Frühstück da hinauf Richtung Stift Göttweig, die nette Landschaft hier, wenn dann die Weinreben schon belaubt sind, die tolle Architektur des Hauses, die netten Herbergsbetreiber, wenn man das so sagen darf, und natürlich der gute Wein. Ein Gesamtpaket also, das man im Kremstal oft vorfindet. Wirklich toll umgesetzt wurde es im Weingut Malert im Palt. Architektonisch einmalig wohnt man hier direkt im Grünen, umgeben von Weingärten, der Basis des Erfolgs im Weingut Malert. Für mich ist ganz wichtig, die Qualität des Weines entsteht im Weingarten. Die Herkunft, die Lage steht im Vordergrund, das Terroir ist mir wichtig, im Wein dann auch wiederzufinden. Und die Trauben, die dann von unseren Weingärten hier im Keller angelangen und dann vinifiziert werden, erfahren eine möglichst schonende und sorgsame Behandlung. Es wird eben einfach viel mit der Natur gearbeitet und nicht dagegen. Es wird spontan vergoren, es werden noch immer große Holzfässer verwendet, die Weine bleiben lang auf der Feinhefe und kriegen so ihre Geschmeidigkeit und ihre Eleganz. Qualität statt Quantität lautet die Devise im gesamten Kremstal. Nicht nur beim Wein, auch im Tourismus. Erholung und Entspannung sind den Besuchern wichtig.
Ja, das Kremstal bietet eigentlich für jeden, der urlaubsuchend ist, was. Es gibt eine Vielzahl an Heurigen, wo man die breite Palette an Kremstaler Weinen genießen kann und natürlich die gute Jausen dazu. Wir haben ein reiches Kulturangebot, wie zum Beispiel die Kunstmeile Krems, der Stift Göttweig, die Altstadt Krems. Das ist natürlich ganz was Besonderes, ein Juwel, kann man sagen. Die Radwege, da gibt es von Gerad dahin im flachen Radeln bis zu doch ein bisschen Bergwertungen. Es gibt natürlich viele Wanderwege. Ja, einfach Erholung ist ja angesagt. Die Leute heißen einen willkommen und freuen sich, wenn man da ist. Ins Kremstal kommen ist immer schön. Einfach ausprobieren, würden wir sagen. Das Kremstal hat immer Saison. Alle Infos gibt's unter kremstal-wein.at.